Servus und hallo, meine lieben Leute. Es gibt mal wieder ein Update von der Kati. Und zwar hat sie uns jetzt, ihr seht es oben links schon, Google Play, eine Android-App geschrieben. Ja, sie hatte ganz alleine die Idee, jetzt noch eine Android-App rauszuhauen. Also jemand hat gefragt, ob wir nicht noch auch Handy-Apps machen können. Und sie hat sie komplett alleine programmiert. Und ihr seht jetzt hier, wie das Ganze aussieht. Ihr habt jetzt sogar hier Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel in welchem Intervall ihr Videos abrufen wollt. Die Datenmenge, die da übertragen wird, ist nicht wahnsinnig signifikant, das sind wenige Kilobyte, aber wenn ihr zum Beispiel mobil unterwegs seid und wollt das runterstellen, dann könnt ihr das auf, ich glaube, bis zu eine Stunde runterstellen oder noch weiter nach unten. Ihr könnt außerdem einstellen, ob ihr eine Benachrichtigung bekommen wollt, wenn neue Videos drin sind oder ob es sogar vibrieren soll, euer Handy. Ihr könnt das Ganze dann speichern und dann bekommt ihr oben in eurem Feed einfach eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video reingestellt habe. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Hier seht ihr das Ganze dann auch noch. Dann ist oben hier der Blitz links, natürlich ein neues Video. Dann steht der Titel vom Video hier unten. Das ist hier in dem Fall das Dorn-Video im Osiris gewesen, als die Karte den Screenshot gemacht hat. Und dann könnt ihr noch alle Videos von mir anschauen und könnt in die Einstellung gehen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ihr könnt natürlich auch im Store nach Lightning Store suchen. Es geht nur im Moment noch nicht. Ich zeige euch das gerade mal. Wenn ich hier nach Lightning Store suche, findet er keine Android-App. Die haben wir vor wenigen Minuten erst reingestellt. Es kann sein, dass das noch ein, zwei Tage dauert, bis die Suche geht. So lange benutzt bitte den Link. Ansonsten, sobald das geht, schreibe ich euch dann nochmal, dass es geht. Und dann könnt ihr auch einfach über die Suche gehen. Aber der Link ist auf jeden Fall im Google Play Store. Das ist jetzt nichts, was hier irgendwie euch euer Handy kaputt macht. Ihr braucht kein Login dafür, ihr braucht überhaupt nichts dafür. Nur ein Handy oder ein Tablet, auf dem Android läuft. Außerdem, für die Leute, die nicht mobil unterwegs sind, haben wir natürlich immer noch unsere Chrome-App. Das ist das gute Ding hier oben. Da habt ihr einen Blitz rechts oben im Chrome, seht die letzten Videos und in dieser App funktioniert auch der Twitch-Livestream. Das heißt, wenn ich mal livestreame, ist das oberste Video weg und ihr seht stattdessen einen Link zu meinem Livestream, den Titel vom Livestream, welche Spiele ich spiele, die Auflösung, die FPS, alles ziemlich mega gut. Diese App, auch im Link in der Beschreibung unten, könnt ihr euch runterladen, installieren, ist genauso wie die mobile App für Android. So, dass ihr euch da nicht einloggen müsst. Ich habe ja auch noch ein Video, wo ich das Ganze gezeigt habe und erklärt habe, wie es genau funktioniert. Also da bitte keine Bedenken haben, wenn ihr euch das installiert. Wir lesen da keine Passwörter aus oder irgendein Schmarrn. Ihr braucht doch keine Cookies oder sonst irgendwas. Das ist alles einfach nur, der ruft von YouTube bzw. von Twitch, ruft er die Daten ab. Das sind wenige Kilobyte, also die kleinen Thumbnails von YouTube, die er da abrufen würde. Und die auch nur, wenn es neue Videos sind. Also er lädt euch da nicht ewig viel Traffic runter. Das ganze Ding hat jetzt 15,73 Kilobyte, ist also wirklich ultra wenig von der Bandbreite. Und verbraucht auch nicht sehr viel Festplattenspeicher. Eigentlich so gut wie überhaupt keinen. So groß wie ein Textfile ist das in etwa. Wir haben mittlerweile 22 Benutzer für Chrome, die alle sehr zufrieden sind. Man sieht es hier in den Reviews. Funktioniert problemlos und macht das, was es soll. Ich habe natürlich auch reviewed. Die anderen zwei sieht man leider nicht. Wir haben 4x5 Sterne bekommen. Warum man nur zwei sieht, keine Ahnung. Müsst ihr in den Chrome Store fragen. Und dasselbe haben wir auch für den Firefox. Da sieht das Ganze dann so aus. Auch ein Blitz oben. Ihr seht da die Zahlen, wie viele neue Videos sind. Oder unten ein Live, falls ich live streamen sollte. Das Ganze funktioniert innerhalb von wenigen Sekunden. Also wenn ihr wirklich diese 30-Sekunden-Timer da benutzt, dann funktioniert das innerhalb von 60 bis 90 Sekunden. Wenn ich den Livestream angeworfen habe, dann steht hier ein Live. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und was außerdem cool ist, ist hier, sucht mal im Chrome Web Store nach Lightning Soul zum Beispiel. Das funktioniert nämlich im Chrome Web Store schon. Da haben wir noch eine App für die Miss 5000 Watt gemacht, also die Miss 5000 Watts im Englischen. Dasselbe im Moment aber nur im Chrome, die gibt es noch nicht im Firefox, da gibt es noch einen kleinen Bug, den ich erst fixen muss. Und hier seht ihr auch, wie das mit dem Livestream aussieht. Lila hinterlegt oben, der hat Trials gespielt und hier sieht man im Hintergrund den Livestream. Der Titel ist dann da übernommen, sieht man jetzt relativ schlecht, weil das Bild wahrscheinlich bei euch zu klein ist, zu klein angezeigt wird. Aber ihr könnt mir glauben, das funktioniert alles tadellos. Und ich gucke ganz gerne Miss 5000 Watts im Livestream und gerade Osiris und so. Und ich sehe dann regelmäßig, weil ich immer den Browser quasi offen habe, dass sie einen Livestream macht an diesem kleinen Live-Symbol da rechts oben und dann bin ich auch relativ schnell da drin, bin auch häufig da im Chat vertreten und schaue mir den Livestream sehr, sehr gerne an, weil sie sehr, sehr gut in Osiris spielt und auch einen interessanten Livestream macht. Sie macht sehr interessante Kommentare, geht immer auf die Fragen ein im Chat und ich habe das mit ihr abgesprochen, sie wollte die App haben, wir haben sie jetzt gemacht, für Chrome reingestellt und wenn ihr euch die laden wollt, wir setzen nur zwei Benutzer, ich habe sie erst vorgestern reingestellt. Wenn ihr euch die laden wollt, dann wie gesagt entweder nach Lightning Soul suchen oder einfach Stay Connected with Miss 5000 Watts. Link auch in der Beschreibung unten, wenn ihr euch die ziehen wollt. Lasst auch gerne mal eine Review da, eine Bewertung, damit andere Leute sehen, dass die sehr hilfreich ist. Das Ganze ist natürlich auf Englisch, weil sie natürlich auf Englisch streamt.
Und wenn euch das interessiert, dann schaut das auf jeden Fall noch an. Damit sind wir schon wieder raus. Ich habe noch ein bisschen geiles Osiris-Material zu schneiden. Ich habe heute Nacht noch mit Amis im Osiris gehangen. Wir wollten eigentlich makellos schaffen. Ja, ich habe es mal wieder probiert, makellos zu schaffen. Ob es dann funktioniert hat, das seht ihr dann. Mein Loot-Video kommt auch noch von den ganzen Goldpaketen, Silberpaketen und so weiter. Das muss ich noch aufnehmen erst. Das mache ich jetzt auch noch. Ich schneide das Ganze noch. Und solange entertaine ich euch noch mit Aufnahmen von Daywalker, Grandmaster, Ecstasy, etc. Also ich habe sehr viel Osiris dieses Wochenende gespielt, weil ich nächstes Wochenende schon wieder keine Zeit habe. Da bin ich bei der Karte, da werde ich wahrscheinlich nur Montag überhaupt noch Zeit finden zu spielen. Deswegen dieses Wochenende ein bisschen mehr Osiris-Gameplay. Ihr wollt es ja unbedingt haben. Ihr habt dem einen Video über 180 Likes, glaube ich, dagelassen. Das sind mit die meisten, die ich bisher hatte. Von daher natürlich für euch gerne Osiris-Gameplay. Zieht euch auch die Apps, wenn ihr das nicht mehr verpassen wollt. Auch sehr gerne jemand, der es nur runterlädt, um es zu testen und vielleicht auch mal einen Fehler findet und dann in die Kommentare schreibt. Ich gehe davon aus, dass es fehlerfrei funktioniert, aber wenn dem nicht so sein sollte, dann gerne schreiben. Es macht euch auf jeden Fall nicht euren Rechner strubbelig oder euer Handy kaputt, das kann ich euch versichern. Wir sind erfahrene Programmierer, die jahrelang schon mit allen möglichen Source-Codes gearbeitet haben. Damit bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, lasst ein Like da, ladet die Apps runter und viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Lightning Soul.